Lupine Minimax, eine Lampe für den Max. Wir schauen sie uns in diesem Video mal genauer an. Viel Spaß. Herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes. Ja, die dunkle Jahreszeit kommt bald wieder. Also wir hoffen natürlich nicht, dass sie so schnell kommt, aber das geht ja bekanntlich recht schnell. Mittlerweile ist es ja auch schon so, um 8 wird es wieder dunkel. Es ist jetzt halt so Mitte September, also von dem her kann man schon mal darüber nachdenken, neue Lampen an sein Rad zu schrauben. Und wir haben auf der Eurobike, haben wir euch die Minimax ja nochmal kurz gezeigt. Jetzt haben wir endlich ein Exemplar vor uns liegen und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe jetzt auch nochmal die SLAX hier noch mit dabei, damit wir einen Vergleich ranziehen können, einfach mal, wie so die ganzen Größen ausfallen, damit ihr auch eine gewisse Vorstellung habt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit der Minimax an. Minimale Baugröße, maximaler Output. Und ich wette, das ist kein Marketing-Blabla, denn Lupine ist bekannt für wahnsinnig helle Lampen, die aber auch STVZO zugelassen sind und die eine wahnsinnige Hochwertigkeit besitzen. Die sind nicht ganz günstig, ja, sind wir uns alle einig, aber dafür bekommt ihr auch was fürs Geld. Und ich würde sagen, wir gehen mal kurz durch die Rohdaten von dieser Lampe durch. Das sind 2400 Lumen, 260 Meter Reichweite, 250 Lux, STVZO zugelassen, stoßfest bis 2 Meter und als letztes haben wir sogar noch wasserfest bis 2 Meter. So, wenn jetzt der ein oder andere sagt, ja, was ist denn eigentlich Lux und Lumen? Da schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Also, Lumen. Lumen ist der Lichtstrom, ist eine physikalische Größe. Kurz gesagt, das ist eigentlich, wie hell leuchtet eine Lampe. Also wie viel Licht kommt aus dieser Lampe raus? Das ist Lumen. Und dann gibt es wiederum noch Lux. Und Lux beschreibt die Fläche, die angestrahlte Fläche, wie viel dort auftrifft. Also das ist der Lichtstrom sozusagen. Also wir haben einmal die Lichtquelle, die selber strahlt. Und dann eben nochmal der Lichtstrom, der wirklich auf einer Fläche ankommt. Ich kann euch mal kurz ein Beispiel zeigen. Und zwar, wenn man jetzt hier mal kurz den Akku anschließt. Jetzt haben wir hier eine an. Und wir wenden uns jetzt mal nach hinten. Ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier eine große Fläche. Dafür ist die Intensität nicht so groß. Und wenn wir jetzt näher hinkommen, wächst die Intensität, aber die Fläche wird kleiner. Und das ist eben Lux. Also die ist auf einen gewissen Abstand festgelegt. Und dann kann man sagen, wie viel Lux so eine Lampe hat. Ist bei Lupine immer sehr hoch. Und deswegen sind die natürlich auch wahnsinnig begehrt, diese Lampen. Schauen wir kurz, was in so einem Paket mit drinnen ist. Wir haben dieses Paket leider nicht als Packung vorliegen, sondern wir haben es lose rumliegen, aber das macht eigentlich nichts, weil das ist genau das gleiche wie in diesem SL-Paket. Das heißt, ihr bekommt einmal die Lampe, es gibt auch noch zwei Versionen, dazu komme ich später, ihr bekommt einmal diese Lampe mit einem kurzen Kabel und einem speziellen Stecker, also es ist kein Universalstecker, sondern es ist wirklich ein spezieller Lupine-Stecker, der auch nur auf die Lupine-Akkus passt. Haben wir einmal die Lampe, dann bekommt ihr eine Klemme dazu, die müsst ihr dann selber da hinschrauben, die ist vorher nicht montiert, da ist eine kleine Schraube drin, es sind sogar noch Dichtringe mit dabei und dann habt ihr diese Lenkerklemmung, die ist super einfach zu handhaben, also wenn ihr die Lampe runternehmen wollt und wieder aufsetzen wollt, das ist wirklich selbsterklärend und hält bombenfest und die gibt es in zwei verschiedenen Durchmessern, das ist einmal die für 31,8 und einmal die für 35er Lenker, also ihr seid hier auf jeden Fall auch auf der universelleren Seite. Und dann könnt ihr noch Akkus dazu nehmen. Wir haben jetzt für die Minimax hier diesen kleinen Akku. Das müsste der 5 Amperestunden sein. Genau, das ist ein 5 Amperestunden Akku. Das ist quasi der kleinste Akku, den ihr erwerben könnt. Und der ist dann nochmal extra zu handhaben. Ihr seht schon, die Kabel sind nicht so ganz so lang. Das heißt, ihr müsst es schon irgendwo in die Nähe montieren. Ist aber kein Problem, denn ihr habt hier so Klettbänder mit dran, die sind gummiert, die macht ihr euch um den Rahmen rum oder bei dem kleinen Akku kann man es theoretisch sogar um den Lenker rum machen und dann hält es auch bombenfest. Also das ist auf jeden Fall das ganze Zubehör. Dann fehlt noch eins, genau, das ist die Bluetooth-Fernbedienung bei der Akkuversion. Das ist dann nochmal so eine kleine Fernbedienung, die funktioniert eben, wie schon gesagt, mit Bluetooth und da könnt ihr diesen Scheinwerfer dann steuern. Ist größtenteils alles Ersatzteile, das heißt, wenn ihr irgendwas mal verlieren solltet, könnt ihr das jederzeit bei Lupine nachkaufen. Die haben da einen super Shop und da kriegt ihr das alles auch nachträglich dann nochmal als Zubehör. Auch diverse Kleinteile für die Lampe, aber dazu kommen wir später. So, als nächstes schauen wir uns mal den Vergleich der beiden Lampen an. Also wie gesagt, die SLAX ist schon ein bisschen älter, dafür halt eine der größten Lampen, STVZU
STVZO zugelassenen Lampen von Lupine. Und ihr seht schon, es ist ein Riesenunterschied. Also die ist wesentlich größer. Die Minimax macht ihrem Namen alle Ehre. Sie ist wirklich klein, aber von der Bauart oder Bauform her sieht sie schon sehr ähnlich. Und das war bei der AX auch schon immer das Schöne. Die schaut einfach auch nochmal optisch sehr schön aus. Und das haben sie jetzt halt ein bisschen kleiner gemacht und in die Minimax gepackt. Die Rohdaten von der SLAX sind 2200 Lumen. Wir haben eine Reichweite von 370 Metern und wir haben 340 Lux. Also wir haben weniger Lumen, aber dafür mehr Lux. Das heißt jetzt, es kommt weniger aus der Lampe raus, aber auf eine Fläche gesehen, ist auf eine bestimmte Abstandsfläche gesehen, ist das dann doch ein bisschen mehr als bei der kleinen. Die kleine hat allerdings auch nochmal ein neues Leuchtbild bekommen und das muss grandios sein. Wir versuchen das nachher nochmal zu zeigen. Wir hoffen, dass wir da so ein bisschen dunkle Sachen hinbekommen, dass das dann auch wirklich sichtbar ist. Aber sie muss ein wahnsinnig schönes Leuchtbild haben. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich bin da auch wirklich nochmal sehr gespannt drauf. So, wir schauen uns mal die Leuchtbilder ein bisschen an. Das ist jetzt die SLAX, also quasi die eh schon bestehende Lampe. Das ist jetzt halt die etwas größere. Und ihr seht hier schon, wir sind ungefähr auf 4 Meter Abstand hier. Ihr seht schon, da haben wir ein ganz klares Bild. Also wir haben oben eine ganz klare Linie und an den Seiten geht es so ein bisschen, wie die Lampe auch ist, so ein bisschen schräg nach innen runter. Wenn wir jetzt das Fernlicht dazu schalten, dann legt sich das einfach nur noch oben drauf. Also wir haben da keine Veränderung, sondern da kommt einfach oben drüber nochmal so ein gewisser Kegel drauf. Das ist dann das Fernlicht. Wir wechseln jetzt mal die Lampe und schauen uns die von der Minimax an. So, nicht wundern, die hängt jetzt ein bisschen höher hier an unserem Testlenker, deswegen ist das Ganze auch ein bisschen höher. Sie ist aber ein bisschen anders auch vom Leuchtbild. Also wir haben hier in die Breite nochmal wesentlich mehr Ausbeute. Also man sieht, das ist nicht so eine ganz klare Linie an der Seite, sondern die geht wirklich so, die fließt so nach außen ab. Das ist natürlich super, wenn ihr fahrt, denn ihr habt so diese Randstellen, die normalerweise wirklich richtig schön abgeschnitten sind von den Lichtern, die habt ihr auch noch ein bisschen erhellt. Also ihr habt hier ein wesentlich homogeneres Lichtfeld. Das heißt, es geht langsam los. Von der Dunkelheit wird es immer ein bisschen heller und in der Mitte habt ihr dann euren Kegel. Vom Lichtbild selber ist es auch wieder hier sehr gerade oben. Muss natürlich sein, wegen den STVZO-Vorschriften. Das heißt, ihr müsst auch immer schauen, dass ihr diese Lampen auf jeden Fall gut montiert. Und beim Fernlicht ist es hier auch so, die setzt sich dann drüber und erleuchtet hier unten diesen Hauptkegel auch noch mal ein bisschen mehr. Das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall vom Lichtkegel her ein wesentlich ausgeleuchteteres, breiteres Feld als zum Beispiel bei der SLAX. Solltet ihr jetzt ein E-Bike haben, dann habt ihr natürlich den Vorteil, ihr könnt diese Lampe auch an euer E-Bike anschließen. Dann habt ihr im Zubehör halt keine Fernbedienung und keinen Akku, aber dafür habt ihr die Lenkerklemmung und ihr habt eine Lampe, die schon mit einem Kabel ausgestattet ist, was auf euer System passt, insofern ihr denn das Richtige bestellt. Also es gibt für sämtliche Hersteller, gibt es diese Lampe. Es gibt eine Liste, die verlinken wir euch auch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr mal draufklicken und könnt schauen, ob diese Lampe mit eurem System passt, also ob die da wirklich direkt Plug and Play ist. Und solltet ihr zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, ihr habt ein Bosch-Rad und habt diese Lampe da drauf gebaut und ihr wechselt dann zu einem Shimano-Rad, dann müsst ihr euch nicht diese komplette Lampe oder den kompletten Kabelstrang neu kaufen, sondern Lupine bietet auch an, dass sie Adapter-Sets haben. Also es ist quasi dann nur der kleine untere Teil, das ist vielleicht 10 cm Kabel plus eben den Anschlussstecker für euren Motor und das könnt ihr dann abzwicken und könnt das dann wieder neu verbinden. Da ist sogar ein Verbinder mit dabei, also ihr habt dann da ein komplettes Set und das ist wirklich einfach. Selber schon gemacht, ist echt einfach, das Ganze zu installieren. Und dann habt ihr einfach für euer neues Rad, für euren neuen Motor, habt ihr dann schon den passenden Anschlussstecker. Kostet auch nicht die Welt, also ist absolut bezahlbar und ist wirklich einfach handzuhaben. Also da seid ihr dann natürlich auch auf der sicheren Seite. Das heißt, ihr könnt diese Lampe dann auch überall mit hinnehmen. Wie gesagt, die Liste packen wir euch unten rein, denn da gibt es so ein paar Ausnahmen, wo sie nicht passt. Aber schaut da dann am besten selbst, welches Modell ihr habt. So, solltet ihr kein E-Bike haben, sondern ihr entscheidet euch für eine Akkuleuchte, dann habt ihr die Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Akkus. Wir haben einmal den 35 Wattstunden Akku, das ist der kleinste, das ist der schnuckligste, auch der leichteste. Und wenn wir da jetzt mal auf die Leuchtdauer schauen, dann haben wir gerade bei der Minimax, das ist nämlich auch speziell auf die Lampe natürlich ausgelegt, dann haben wir bei der Minimax eine Maximal, also in der höchsten Stufe von 1,5 Stunden. Also ihr habt hier 1,5 Stunden lang Vollgaslicht. Und wenn man das jetzt an das andere Ende setzt, wenn ihr nur im Tagfahrlichtmodus unterwegs seid, dann geht die Lampe, also dann geht dieser Akku 17 Stunden. Das heißt, ihr müsst halt immer dann auch schauen, dass ihr nicht nur im Fernlichtmodus unterwegs seid, wenn ihr diesen kleinen Akku nehmt.
Alle, die sich noch ein bisschen sicherer sein wollen, die nehmen eine Stufe drüber. Das ist dann der 50 Wattstunden Akku. Da geht man aus von einer Leuchtdauer im Volllastmodus bei 2 Stunden und eine Maximaldauer, also quasi im Abblendlichtmodus von 25 Stunden. Und wer es ganz übertreiben will, der nimmt natürlich den größten hier mit den 70 Wattstunden. Und da liegen wir bei einer Maximalleistung von 3 Stunden. Also ihr könnt hier 3 Stunden lang mit Fernlicht durch die Gegend rasen. Und solltet ihr es aber ein bisschen ökologischer sehen, dann ist man hier mit ca. 35 Stunden sogar. 35 Stunden geben sie an, also könnt ihr hier im Tagfahrlichtmodus unterwegs sein. Ist allerdings halt auch der schwerste Akku, also den müsst ihr dann halt auch irgendwo an euer Rad noch anbringen. Ich muss sagen, wenn der am Rahmen ist, merkt man ihn nicht, ganz klar, aber es ist halt trotzdem nochmal ein gewisses Zusatzgewicht, was ihr da mit rumfahrt. So, wir haben damals schon ein Video gemacht, wo wir beleuchtet haben, was denn Lupine als Firma eigentlich so toll macht, eben im Bereich Lampen. Und sie bieten Lampen an, die komplett servicebar sind. Also ihr kriegt hier so ziemlich für jedes Teil in der Lampe, bekommt ihr ein Austauschteil. Es ist wenig geklebt, so gut wie gar nichts geklebt, sondern das meiste ist verschraubt. Das heißt, es ist immer auch der Gedanke des Reparierens im Vordergrund hier bei Lupine. Und das macht diese Lampen so besonders. Und wenn man dann auch mal in den Shop schaut, dann sieht man, dass es für die Minimax auch schon etliche Zubehörteile gibt. Also ihr bekommt allein nur als schnelles Zubehörteil, wenn die Frontscheibe verkratzt ist und ihr habt da einfach zu viele Kratzer drauf und das Lichtbild ist nicht mehr schön, könnt ihr die austauschen, kostet auch nicht die Welt und das könnt ihr daheim auch selber machen. Der ganze Lampenkopf ist tauschbar und es ist, wie gesagt, von Lupine eher angedacht, dass ihr die Lampe auch zum Reparieren dann zu denen schicken könnt. Also von dem her ist da auch ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke bei Lupine auf jeden Fall mit dabei. Es gibt noch optionales Zubehör, das wäre zum Beispiel ein Smartphone-Hub-Halter. Also die Leute, die ein Smartphone-Hub oder dieses oder das Grip halt eben haben, da gibt es einen Halter, der geht unten runter. Also dann setzt ihr die Lampe ein bisschen unterhalb eures Displays oder halt eben, wenn ihr einen Garmin oben drauf habt oder sowas, dann habt ihr die Lampe schön unten dran, schaut super aus. Es gäbe auch noch einen GoPro-Adapter. Und ja, wie gesagt, die Fernbedienung könnt ihr einzeln erwerben. Also ihr kriegt hier wirklich alle Teile im Zubehör dann auch noch, sollte irgendwas kaputt gehen. So, und was natürlich alle interessiert, super Lampe, tolle Akkus, aber wahrscheinlich wieder richtig teuer. Ja, ist sie. Es ist eine Lupine, die kostet einfach Geld. Die E-Bike-Version kostet euch 380 Euro. Da ist halt dann, wie gesagt, der Akku nicht dabei. Solltet ihr die Akku-Versionen haben, dann haben wir einmal die mit dem kleinsten Akku. Da liegen wir bei 530 Euro. Der mittlere Akku, da sind wir bei 548 Euro. Und wer den größten Akku haben will mit 70 Wattstunden, der legt 583 Euro auf den Tisch. Wie gesagt, das ist eine teure Lampe, aber die meisten Leute, und da dürfen gerne die Leute, die schon eine Lupine fahren, dürfen gern unter dieses Video schreiben, dass sie wahrscheinlich seit 20 Jahren immer noch die gleiche Lampe fahren. Und das macht eben Lupine aus und deswegen kosten die auch so viel, denn alles servicebar, alles reparierbar und eine brutal gute Lampe einfach. Ja, kein günstiges Produkt, aber ein sehr nachhaltiges. Falls du so eine Lampe haben willst, wir selber haben sie gerade aktuell nicht im Programm, aber wir können sie bestellen, also wende dich an uns oder du schaust direkt auf die Lupine-Webseite, packen wir unten in die Videobeschreibung mit rein. Ja, spannendes neues Produkt und wir werden bestimmt bald auf den Trails da draußen die ein oder andere Minimax sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, das war's für heute, bis bald.